Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In dieser Woche fand der Agrarkongress des Bundesumweltministeriums statt. Und dabei konnte Ministerin Lemke und Minister Özdemir ihre in der Landwirtschaft mittlerweile gefürchtete und berüchtigte sogenannte Hausfreundschaft mal wieder öffentlich zelebrieren. Ein Ergebnis scheint zu sein, dass Sie sich auf eine Initiative verständigt haben, jetzt die Ressortabstimmung einzuleiten, um Biokraftstoffe zu verbieten, obwohl Sie genau wissen, dass es für Ihren Koalitionspartner FDP ziemlich inakzeptabel sein dürfte. Denn wie sollte sonst denn der Bundesverkehrsminister seine Klimaziele erreichen? Tolle Zusammenarbeit haben Sie da in der Bundesregierung. Das finde ich schon bemerkenswert, meine Damen und Herren. Ganz klar, wir leben in einer Zeit der Krisen. Aber es war schon auffällig, dass bei diesem Agrarkongress es gar kein anderes Thema mehr gab als Krise, Krise, Krise. Gleich drei grüne Staatssekretäre durften bei diesem Kongress über Wege zur krisensicheren Landwirtschaft diskutieren. Natürlich ganz unter sich, denn externer Sachverstand wird im Zweifelsfall ja nur stören. Gute Politik aber braucht keinen permanenten Krisenmodus. Gute Politik braucht tragfähige Konzepte. Und die bleibt diese Regierung auch in der Landwirtschaftspolitik schuldig. Man muss es ganz deutlich sagen, wenn unsere Landwirtschaft sich in der Krise befindet, dann auch und gerade wegen der Politik dieser Bundesregierung. Beim Agrarkongress, im Bundesumweltministerium und auch sonst ist Ihre Linie einschränken, verbieten, stilllegen. Was für eine entmutigende Botschaft für unsere Landwirte. Und das gilt umso mehr in dieser Woche, in der hier in Berlin die internationale Grüne Woche startet. Bei allen Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft steht, und bei allen Problemstellungen, zu denen auch die Landwirtschaft natürlich ihren Lösungsbeitrag leisten will und muss, das ist doch ein großartiges Ereignis, dass die Grüne Woche wieder stattfinden kann und auch mal der beste Anlass, unseren Landwirten Danke zu sagen für ihre großartige Leistung bei der Ernährungssicherung, der Kulturlandpflege Tag für Tag. Vielen Dank an unsere Landwirte. Und es stünde dieser Bundesregierung auch einmal gut an, über die Chancen unserer Landwirtschaft zu sprechen, unsere Landwirte zu ermutigen, ihnen unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, die Produktion von Lebensmitteln in den Vordergrund zu stellen oder auch die Landwirtschaft durch einen Antrag oder eine Debatte ins Zentrum dieser Sitzungswoche zu stellen. Aber dafür sind Cem Özdemir und auch Steffi Lemke einfach die falschen Ansprechpartner. Auch deshalb, meine Damen und Herren, haben wir unseren Antrag zur Beratung eingebracht. Unsere Botschaft ist klar. Hört auf, in der Landwirtschaft die Ursache aller Probleme zu suchen. Räumt endlich der Landwirtschaft die Priorität ein, die ihr gebührt. Und es gilt seit dem 24. Februar, also dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, mehr denn je. Denn die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung in Deutschland und in Europa, aber auch der Beitrag unserer Landwirtschaft zur Bekämpfung des Hungers in der Welt, bedarf einer ganz neuen Kraftanstrengung. Und da muss in der europäischen und in der nationalen Agrarpolitik einiges auf den Prüfstand, meine Damen und Herren. Innovation und Technologie sollten mehr im Mittelpunkt stehen als pauschale Reduktionen und generelle Verbote. Nur ein Beispiel. Wir wissen doch, dass die neuen Züchtungstechnologien uns helfen werden, mit den Klimafolgen besser umgehen zu können, wenn sie sie denn zulassen. Auch die FAZ befasst sich heute mit diesem Thema und kommt zum Schluss. Die Strategie Özdemirs lautet bei solchen Themen viel zu oft: abwarten und bloß nicht anecken. Das ist zu wenig. Hier braucht es Mut und klare Entscheidungen. Und entmutigend ist auch das, was Minister Özdemir bei der Tierhaltungskennzeichnung vorgelegt hat. Dieses Rumpfgesetz für eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung schadet dem Tier wohl mehr, als es ihm nützt. Die Finanzierungsfrage bleibt weitgehend offen. Produktion wird so ins Ausland verlagert, egal zu welchen Standards sie dort stattfindet. Meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit für einen Neustart in dieser Bundesregierung, auch in der Landwirtschaftspolitik. Weniger schnelle Schlagzeilen, weniger grünes Parteiprogramm, weniger undurchdachte Konzepte. Das muss Ihr Motto für 2023 sein, Herr Minister. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Silvia Lehmann.